Hallo Leute, willkommen bei Raft. Dies ist Teil 33 und ich habe gerade eine Insel gesehen, an der ich jetzt nicht vorbeifahren will, sondern die ich erreichen will. Nein, da will ich natürlich nicht auswerfen. Bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, da habe ich gute Chancen. Ja, aber da nehme ich lieber eine Kartoffel in die Hand. So. Ja, ich bereite schon mal den Anker vor. So, die Spannung steigt. Ja. Ja, eigentlich müsste ich da jetzt gleich dagegen krachen. Und dann ist hier auch gut. So, wir sind ja ganz schön schnell. So. Zack. Ja, wunderbar. Eieiei, sogar hier einer meiner Ausläufer geht direkt da drüber. Hab ich ein Glück. Okay. Die Frage ist, soll ich das Segel einziehen? Nö, eigentlich hält das mich ganz gut an der Insel. Das lasse ich mal. Jetzt, ich war gerade dabei, hier mal ein bisschen zu leeren und habe auch schon erfolgreich was wieder in die Kisten gepackt. Das sollte ich jetzt noch fertig machen. Also zumindest das in die Kisten packen. Habe ich denn hier noch Platz? Besser nicht, den Rest lasse ich mal und räume das mehr oder weniger in die Kisten hier. Da kommen Steine rein. Genau, ich dachte mir, die Steine, die packe ich jetzt einfach immer hier unten rein, weil ich die ja auch hier brauche. Den Fisch werde ich wahrscheinlich bald essen. Und rote Beete wollte ich mal wieder anbauen, denn bei den ganzen Gerichten braucht man anscheinend öfters rote Beete. So, jetzt gehe ich hoch und räume noch ein paar Planken weg und so weiter. Hier sind die Bestände schon wieder voller. Das finde ich ganz gut, weil das hatte ich doch arg leer geplündert alles. Ja, auch die Seile sind schon wieder mehr geworden. So. Huch, nee, das ist das Falsche. Das ist das die Nagelkiste. Das hier. So. Und noch Kunststoff loswerden. Und Schrott könnte ich auch loswerden. Brauche ich nicht, wenn ich auf den Berg gehe. Und Palmblätter brauche ich da auch nicht. Oh, voll. Also mache ich mal schnell Seile. Okay. Und pack das in die Seilkiste. Es wird schon wieder dunkel. Wie ärgerlich. Okay, aber ich könnte mich dann ja kurz hinlegen und einfach schlafen. Das ist auch schon fast voll. Ich meine, das ist gut, dass es fast voll ist. Ist denn das hier unten auch voll? Ja. Ah, noch nicht ganz. Da ist noch ein bisschen Platz. Gut, dann kann ich da bei Bedarf nochmal etwas Kunststoff unterbringen. Okay, dann lege ich mich jetzt kurz schlafen. Und gehe dann morgen früh auf die Insel. Zack. So. Also mein genereller Plan ist ja, dass ich jetzt... Ist das hier eine von da oben? Werde ich gleich sehen. Also der generelle Plan ist, dass ich verstärkt nach Kupfer und solchen Sachen tauche, um möglichst schnell die Antenne und den Empfänger bauen zu können und dann auf diese komischen Forschungsstationen kommen kann und dann auch endlich auf die großen Inseln. Ich meine, eigentlich ist der Plan naheliegend, aber vorher hatte ich es nicht so eilig. Diese Forschungsstationen haben mich ja nicht so interessiert. Und jetzt denke ich schon, da möchte ich so bald wie möglich hin. Okay, jetzt habe ich natürlich noch haufenweise Eier und Federn im Inventar. Vielleicht sollte ich die gerade noch schnell runterbringen.
Federn wohnen, glaube ich, hier oder in der unteren. Jawohl. Da wohnen die Federn. Und ich denke mal, ich könnte einfach mal Eier hier in die Kochkiste packen. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob ich das, die Kochstation nicht vielleicht unten unterbringe. Aber ich denke mal, das hat auch noch Zeit. So, jetzt. Bei diesem Sturm hier drauf und dann ganz weit runter springt. Ist ja auch der helle Wahn eigentlich. Gibt's denn hier eine Hütte? Ich will eine Hütte. Ups. Schwarze Farbe gibt's. Aber wo ist die Hütte? Vielleicht sind die jetzt auf den Inseln seltener geworden und die gibt es eher beim Tauchen oder so. Und so tief bin ich ja noch gar nicht gekommen. Schluchz. Da ist noch blaue Farbe. Also das mit der Farbe ist ja ganz nett. Aber das ist nicht so das große Ziel, weswegen ich solche Inseln ansteuere. Da ist noch eine Ananas. So. Oh. Habe ich mich jetzt hier festgelaufen? Ja, sieht so aus. Ups. Aber ich komme drumrum. Sehr gut. Na, habe ich noch Platz? Ja, ich könnte noch rote Blumen aufnehmen. Warum nicht? So, jetzt hüpfe ich mal hier hoch. Und dann nehme ich Anlauf und gucke, ob ich auf mein Floß runterspringen kann. Wenn ich Pech habe, dann muss ich bei diesem gewaltigen Seegang hochtauchen. Oh, und ich sehe gerade, da sind schon wieder zwei Abnagstellen vom Hai. Die sollte ich reparieren, bevor ich tauchen gehe. Aber jetzt renne ich erstmal ganz schnell und springe auf meinen Floß. Ha, habe ich Glück gehabt. Super gut. Ja, den Kunststoff habe ich gerade weggelegt. Darum kann ich jetzt nicht reparieren. Was soll ich wegschmeißen? Kann ich was zusammenziehen? Nö, ich könnte höchstens diesen Fisch essen. Acht, hoppa hoppa. Danach werde ich aber satt sein. Aber das ist ja auch gut, wenn man satt ist. So, jetzt nehme ich mal... Ups. Den Kunststoff. Gibt es da noch mehr Kunststoff? Und jetzt wird mal repariert. So. Der Seegang ist mal wieder ganz erheblich. Da hat er auch gefressen. Der Schlingel. Na, jetzt brauche ich wieder neuen Kunststoff. Also, nochmal dahinter marschieren. Und dann muss ich mal gucken, ob ich noch einen Köder habe zum Tauchen. Okay, da war jetzt Kunststoff dabei, das ist gut. Ach, er hätte ich auch andersrum rennen können. Gut, also, jetzt ist wenigstens wieder alles repariert. Die Insel oben habe ich erforscht. Jetzt gucke ich mal, ob man schon sehen kann, ob es sich lohnt und so. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Mal hier entlang gehen. Auf der anderen Seite gucken. Ja, da sieht es kahl aus. Wahrscheinlich sind dort die großen Schätze. Gut. Jetzt. Erstmal das Inventar leeren.
Mal gucken, wie viel in meine Farbkiste passt. Wo ist denn die? Die ist da hinten. Das ist der Nachteil von so einem großen Floß. Da ist man immer viel unterwegs. Da passt jetzt auch gar nicht mehr allzu viel rein. So. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Kiste nehmen und die auf die andere Seite der Wand packen. Habe ich hier noch was, was reinpasst? Ja, blau. Und die Blätter kann ich hier wegnehmen. Dann mache ich da noch rote Samen hin. Ja. Ich glaube, diese eine Kiste dort war überflüssig. Ja, die kann ich mir schnappen. Und dort auf die andere Seite hängen. Und dann hoffen wir mal, dass der Hai das nicht wegfrisst. Aber an so einer Wand ist es auf jeden Fall sicherer als auf dem Boden stehend. So, nein, das war die falsche Taste. So. Jetzt bringe ich noch die Ananasbeute weg. Das kann hier hin. Und dann könnte ich eigentlich auch schon tauchen, würde ich sagen. Ja, die Ananas kommt hier hin. Ich kann tauchen, wenn ich einen Haiköder habe. Momentan ist er hier gerade beschäftigt. Mitten in meinem... Also, schäm dich. Jetzt muss ich hier noch irgendwie einen Kunststoff holen. Damit ich das reparieren kann. Weil ein Loch so mitten im Floß, das muss natürlich schnell repariert werden. Weil da kann man ja sehr leicht reinfallen. So, zack. Okay. Jetzt, wo könnte Haiköder sein? Hier. Einer. Na, immerhin einer. Da kann ich ja schon mal tauchen. So, und dann kann ich hier auch meine Ausrüstung anziehen. Gut. Ja, und vielleicht noch mal schnell was trinken. So, ein Schlückchen ist noch übrig. Ich denke mal, das reicht. Das Notfallschlückchen. So, jetzt rauswerfen. Ah, da ist er ja schon. Super gut. Dann sollte ich mich beeilen. Okay, und gleich mal runter. Ah, hier ist Sand, den brauche ich. Oder nee, es war eher Lehm. Steine suche ich nicht, aber Lehm für die Essensschalen. Ich hoffe ja, dass ich nochmal Rezepte finde. Und jetzt geht's runter. Da. Metall. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach Kupfer. Ups, da verliert man auch leicht so ein bisschen das Gefühl für oben und unten. Ich glaube, ich sollte wieder hoch. Und das war's dann wohl auch schon. Na, nochmal kurz runter. Dann hole ich hier wenigstens nochmal so ein bisschen Seetang und so. Weil noch ist der Hai ja beschäftigt. Ja, da ist noch mehr Lehm. So, und jetzt schnell hoch. Ich habe zwar noch Luft, aber wer weiß, was der Hai... Oh, wo ist mein Floß? Jetzt schnell. Uff, hat geklappt. Super gut. Okay. Ja, der Hai hat auch aufgehört, mit dem Köder zu spielen. Das war also ganz gut, dass ich da weg bin. Okay, jetzt räume ich mal meine Beute weg. Und dann muss ich angeln. Wo kommt die Beute hin? Hier.
So. Gut. Ich könnte vielleicht so ein bisschen von dem Seetang noch schmelzen und hier von dem Metallerz. Und dann baue ich mal rote Beete an. Wo ist hier? Sehr gut. Also. Seetang. Hat er genug Planke? Ja. Planke und jetzt rote Beete anbauen. Zap, zap. Dann fülle ich jetzt gleich mal die Flasche auf. So. Damit ich die während dieser Aktion praktisch zweimal auffüllen kann. Einmal damit gießen kann. E. Planke. Gut. Jawohl. So, tauschen. Gut, wunderbar. Und die packe ich mir jetzt hier hin. Sind zwar nur 5. Okay. 8. So, ist schon wieder Abend. Ich baue dann entweder nur 5 oder nur, vielleicht auch noch eine Kartoffel. So, das nächste Mal kann ich dann alles mit roten Rüben machen, damit ich so einen Grundbestand von irgendwie 40 roten Rüben habe. Ach, das war's schon. Ah ja, ich hab ja viel mehr Anbaufläche. Nicht für 6, sondern für 12. Das macht nichts. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich gut und beabsichtigt. So, wunderbar. Jetzt wächst das. So. Ja, ich muss auch mal gucken. Ein Glas habe ich, glaube ich, sogar. Und mit so einem Glas oder mehreren Gläsern kann man sicher diese bessere Wasserdestillieranlage bauen. Ist das hier bei Essen? Ja. 4 Gläser braucht man. Und ich glaube, die Gläser kann man nur finden. Oder kann man die auch machen? Nee, die muss man finden. Na gut, dann wird das noch eine Weile dauern. Vor allem, wenn es auf den Inseln jetzt keine Hütten mehr gibt. Also das waren jetzt schon mehrere Inseln ohne Hütte. So. Naja, immerhin, es ist ein bisschen heile geblieben. Na, warum schafft er das nicht zu reparieren? Komm. Ach so. Er sagt zwar Gesundheit, aber ich bin nicht im Repariermodus. So, wunderbar. Noch was kaputt? Nee, alles klar. Ja, ich denke, ich sollte die Nacht zum Angeln nutzen. So. Damit ich morgen noch, ja, am besten 3 oder 4 Haiköder habe. Jo. Niedliche, friedliche Nacht. Nee, niedlich eigentlich nicht, aber friedlich. Friedliche, ruhige, so wollte ich das eigentlich sagen. So. Müsste gleich noch ein Fisch kommen. Ja, und vielleicht mache ich auch mal Schluss mit dieser Folge, denn ich werde jetzt die nächsten Minuten angeln, mindestens bis ich
sechs geeignete Fische zusammen habe. Und hier der rohe Buntbarsch zählt ja nicht mal. Den kann man zwar essen, aber nicht als Haiköder nehmen. Und da werde ich eine Weile einfach hier rumstehen. Das ist ja dann auch nicht so toll zuzugucken. Okay, wenn ich bereit bin für den nächsten Tauchgang, dann fange ich mit der nächsten Folge an. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!